Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Ausgepackt. Wir sind, wie man sieht, auf der Wii U. Oho, großer Schock. Und wir sehen uns heute Little Inferno an. Ich würde es auf Anhieb als eine Art Artsy-Spiel ansehen. Es ist von 2D-Boy, den Machern von World of Groups, sehr mitentwickelt an den ganzen. Sprich, Grafikstil und Musik ähnelt sehr dem Stil von den beiden Jungs. Und grundsätzlich ist es kein echtes Spiel, es ist irgendwo eine Parodie. Wir machen natürlich mit dem Gamepad, weil wir sind die Artsy-Leute hier. Ich meine, wozu hat man die Wii U? Spiele nicht mit Feuer, das ist eine gute Warnung. Sollte man echt nicht tun. Ist voll doof, ey. Ja, ich fange ein neues Spiel an. Ich gehe mal davon aus, dass auch der Soundtrack wieder grandios wird. So, zeige und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Okay, so mache ich Feuer. Da war das Schild weg. Wir haben eine Nachricht und AGB, zieh mich. AGB verbrennen, immer eine gute Idee. Helgeld. Gratulation zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Und dein Herz. Halte dich warm da drin. Oui. In Liebe, Miss Nancy. Ja, wie genau ist es jetzt im Sinne eine Parodie? Im Grunde ist es tatsächlich das ganze Spiel. Wir haben einen Feuerplatz und wir verbrennen Sachen. Und das ist das Spiel. Und für Geld können wir uns neue Sachen kaufen, die wir dann verbrennen können. Das ist halt eine Parodie vor allem an Facebook-Spieler à la Zynga und Co. Das heißt, wir haben auch hier diese leichten Wartezeiten und wir werden es wahrscheinlich gleich noch sehen. Das ist okay, du kannst immer mehr kaufen. Mit deinem brandneuen Katalog. Du bekommst einen Katalog. So, da ist der Katalog. Da können wir uns hier die Sachen angucken, die wir kaufen können. Das Sammlerposter. Mais am Stück. Buchstaben tatsächlich. Ich nehme mal wie so ein Mais. Hier, kriege ich das? Da, okay. Buchstabenklötze und das nehmen wir auch gleich mit. Nicht meine Kreditkarte. Lass uns einkaufen gehen. Anspielung World of Groove, immer wieder schön. So. Und den Rest haben wir, wie gesagt, eben gerade diese Wartezeit gehabt. Man kennt das ja aus gewissen Facebook-Spielen. Es gibt ja Menschen, die sowas spielen. Okay, hier haben wir schön Mais und hier haben wir Bauklötze. Die machen wir jetzt mal hier so hin. So. Schön. Und dieses Poster, das stellen wir hier so in die Ecke. So. Und geh weg. Spinnviecher. Und ich würde sagen, dann. Warte, wir machen das so, dass es eine Kettenreaktion hat. So, so. Dann machen wir so. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Feuer. Und schauen, was passiert. Im Grunde kann man es auch den Kaminfeuersimulator nennen, von mir aus. Oh, Popcorn, schön. Es gibt auch nichts Schöneres, als Sachen zuzugucken, wie sie brennen. Bauklötze brauchen schön lange, da kann man sich gemütlich vorsetzen. Ja, da ist noch so ein Vieh, komm her.
würde sagen, wir gehen wieder in den Katalog und schauen, was es noch so gibt. Ein Magnet. Er scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Kaputter Magnet. Kennt man ja. Magneten, die kaputt sind. Hier noch die Kreditkarte mit. Und den Wecker. So. Und man kann einen Expressversand machen. Da braucht man irgendwas Bestimmtes für. Mhm. Kommt mir bekannt vor, diese Methoden. Ich mag Parodien an sowas. Und ich mag... Es ist... Das Spiel ist übrigens aktuell in Wii U eShop ein Angebot für 10 Euro. Normalerweise kostet es 15 Euro. Für 15 Euro würde ich sagen, ist mir ein Gag doch ein wenig zu teuer. Aber für 10 Euro, meine Güte. Ich mag den Weg da dahinter und die kann ich auch da für sowas unterstützen. Das ist ja nun nicht so schwer. Beziehungsweise so schlimm. 10 Euro für die Jungs. Man hat einen kleinen Gag. Keine Sorge, Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Bewertung, es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Erhalte dich warm im Leuchten deines High-Definition-Entertainment-Produktes. Aber du kannst das nicht ewig machen, alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Hm. Oh, weg mit dir, Karte. Nein, nein! Ist verbrennt. Ich rette dich. 100 Euro Schein. Oder nein, noch besser, so leicht anfackeln lassen. Komm her. Ach, mit Feuer spielen, immer wieder schön. Tja, der Wecker ist auch dahin. Wir haben eine neue Nachricht. Was soll ich dir sagen? Es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt von meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm. Ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugar Plums. Der erste ist für dich. Du bekommst ein Foto von jemandem. Ich brauche keine Fotos. Braucht wer Fotos? Nein. Und da geht sie dahin. Weg mit dir, du Spinne. Ich habe noch hier einen schönen Magneten. Kann überhaupt brennen? Ja, er kann brennen. Und er macht hübsche Funken. Ich mag hübsche Funken. Ah, wir haben neues. Batterien! Batterien sind immer gut, ins Feuer zu werfen. Das ist perfekt. Gewöhnliche Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Das ist wohl wahr. Wohl wahr. Schlafende Götze. Er scheint zu schlafen. Ah, okay. Ich muss erstmal. Oh, ich war zu aufgeregt. Ah, es ist so schön. So schön blöd. Ah, ich muss meine Post auch verbrennen. Sehr schön. Wer braucht schon Post? Das bringt mir Geld. Okay, wir haben Batterien. Und wir haben Ziegelsteine. Na, komm her. So. Machen wir mal voll Arzi. Machen wir so. Hey, geh weg. Machen wir so. Noch eine Batterie. Und nehmen diesen Ziegelstein. Na. Ziehen ihn oben drauf. So. Und nehmen noch eine Batterie. Und machen den Ziegelstein da oben drauf. Wunderschön. Und dann setzen wir alles in Brand. Ne? Oh. Das lief jetzt anders als geplant. Aber gut, was hätte passieren sollen? Also gut, Batterien sind wie kleine Explosionen. Das ist gut zu wissen. Ist immer wieder schön. Jetzt holen wir mal diesen schlafenden Götze. Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Spielzeugpirat. Sollen sie. Okay, noch einen. Okay. Was ist das hier überhaupt?
So, langsam muss das Feuer mal abklingen, sonst will ich hier noch nichts reinwerfen, weil sonst können wir diesen wunderbaren Effekt ja gar nicht sehen, der es hat. Einfach mal die Asche ein bisschen zerstören. Ziegel sind echt hartnäckig. Komm schon. Wusch, wusch. Brenn schneller. Brenn! So. Sieht gut aus. Okay. Wir haben hier unseren kleinen Piraten. Hallo, Pirat. Nein, nein! Pass auf, Pirat. Nicht ins Feuer reinfallen. Kannst nicht aufrecht stehen. So? Nein? Gib's nur mal um. So. Geh weg. Wir haben diesen kleinen schlafenden Etwas. Hier ist mir mal in der Mitte. Guckt der gerade an? So, ich glaube, so ist besser. Ahnt diese komische Fackel. Okay. Ein Fahrrad. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ich lasse erstmal da. Fangen wir mal mit unserem kleinen Freund hier an. Ja, er scheint nicht glücklich zu sein. Okay, die Fackel spuckt es raus. Hier ein Schnellpass und ganz viel Geld. Ah, da zerbricht die Fackel. Noch ein Brief. Hallo, ich bin's wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht natürlich Spaß, aber sei vorsichtig. In Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen Freundin, Sugar Plums. Das halte ich von dir, Sugar Plums. Ja, oh, oh, da verbrennt er. Und das Fahrrad werfen wir auch noch. Komm, Fahrrad hier. Nimm es. Du willst es doch, Fahrrad. Brenne, brenne! Feuerfahrrad. Und da ist unser schönes Holzfahrrad auch dahin. Ach ja. Feuer ist sowas Schönes. Was ist das hier eigentlich? Fahrrad-Piraten-Kombo. Achievements. So eine Art wahrscheinlich. Ich mach mal diese Fahrrad-Piraten-Kombo. So. So. Schauen wir mal. Ich bin so aufgeregt. Das Feuer muss hier weg. Ich brauche hier Platz. So. Sehr schön. Okay, also. Wir haben unseren kleinen Pirat und wir haben ein Fahrrad. Wir stellen das Fahrrad mal hier hin. Packen die Piraten drauf. Na, komm her. Und jetzt brennen wir euch an. Yay! Wunderschönes Feuer. Wirklich wunderschön. Nicht meins Kombo. Hier. Glas mit Glühwürmchen. Du wirst es nicht morgens öffnen wollen. Instant-Blumen. Okay. Nicht mein Familienfoto. Aber so. 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 Also ich muss schon sagen, Pirat und Fahrrad, also das ist schon, ne? Brennt lang. So, wir haben jetzt hier die Kreditkarte. Ich probiere mal, vielleicht reicht das ja beides zusammen schon. Sind ja beides nicht meins. Ja. Sehr schön. Hier haben wir ein Glas mit Glühwürmchen und Blumen. Kommt aus Samen raus.
Anscheinend nicht. Vielleicht, wenn man es verbrennt. Ah. Ah, oh Gott, ey. Guten alten Instant-Blumen. Und hier haben wir Glühwürmchen. Stirbt! Ich bin es wieder. Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Willst du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen. Oh, ich habe gerade keine Glühwürmchen. Aber ich kann welche geben. Was haben wir hier? Partybus. Brumm, brumm, wohin es geht, das weiß nur der Busfahrer. Meine Fotos. Du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerungen. Spinneneier. Eine ganze Generation in deinen Händen. Ah, herrlich. Okay, dann gehen wir jetzt ihr erstmal die Glühwürmchen schicken. Ich will aber auch nochmal für mich Glühwürmchen haben. Wir wollen ja auch gucken, was passiert, wenn die verbrennen. No. Ah, okay. Mit Kombination kann ich neue Kataloge freischalten. Frühlingserwachen. Generationen. Interessant. Generationen, Generationen. Vielleicht Spinnen und das Bild? Oder was ist das? Das ist der Partybus? Bankrockbank. Bankrottbank. Jeder Einzelne war wie ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um sie zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Oh, ich habe dir was besorgt, okay? Es ist angehängt. Blätter einfach durch den Brief. Blätter ihn. Noch einmal. Okay, hier ist es. Oh, ein Papierherz. Das brennt bestimmt gut. Hund. Feuerwehrhund. Bringt ihn auch nichts. Er wird verbrannt. Mmh. Schön. Und hier haben wir den Partybus. Fährt der denn auch? Kann ich den so? Cool. Rum, rum. Das ist fast wie das ausgepackte Intro. Nein. Nur, dass es da ein Postauto ist. Aber wir haben ja das Herz. Needle Inferno ist voll mit Geheimnissen und ich habe gerade eins gefunden. Aber keine Angst, ich will es dir nicht verraten. Das würde alles verderben. Aber es wird dir unterhaltsam. Okay, ich werde dir etwas zeichnen. Zeit und Blume. Okay. Es gibt mehr Kombinationen. Okay. Also Ziel ist es anscheinend immer Kombinationen zu finden, die man gemeinsam verbrennen kann. Und deswegen soll ich sagen, Liebe und Bus ist immer gut. Auch wenn es garantiert keine Kombination ist. Oh, da fährt der Bus los. Stehe, es ist ein Rockbus. Schön. Ah, ist das alles doof. So, Bank. Deine Zeit ist auch abgelaufen. Interessant, wenn die überlebt, macht sie anscheinend Geld. Oder macht sie nur einmal Geld? Na, jetzt ist es zu spät, jetzt verbrennt sie. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell die eine Kombi, die uns gesagt wurde. Also das. Und Blümchen. Und dann würde ich das beenden, weil sonst würden wir da wahrscheinlich hier endlos sitzen. Und ich denke, der Spaß ist auch, das alles ein bisschen selbst zu probieren. Es ist ein sehr anderes Spiel, sagen wir so. Es ist auch, ob man es wirklich als Spiel bezeichnen soll, ist eine ganz andere Frage. Aber sagen wir so, es ist unterhaltsam. Ist mal was anderes. Es ist Indie. Feuer löschen, so. Okay. Und, nein, ich wollte brennen. Brenn. Frühlingserwachen kommt. Okay. Sehr schön. Verstehe. Weil Frühling und Erwachen ergibt Sinn. Und den Brief verbrennen wir auch.
Wundervoll, wundervoll. Gut, ja, ich würde dann das ausgepackt hier jetzt, ausgepackt hier beenden. Wie bereits sagte, für 9 Euro sehr nett. Auf Steam auch ebenfalls erhältlich. Ich würde einfach auf den Winterdeal warten, da wird das Spiel garantiert auch dann für 10 Euro verfügbar sein. Ansonsten halt für die Wii U, je nachdem wie ihr wollt. Es ist ein Fun-Spiel, es ist eher ein Gag-Spiel und es ist, ich würde sagen, eher ein Entspannungsspiel vielleicht, wenn man irgendwo was draus haben möchte. Aber ja, es ist im Grunde ein großer Gag und ich finde sowas nett. Es ist auf jeden Fall sehr gut umgesetzt und hat auch einen gewissen Spaßfaktor. Doch, ich muss zugeben, ich bin leicht angetan davon. Ja, was haltet ihr von dem Spiel, würde mich interessieren. Mögt ihr Gag-Spiele oder sind euch da echt die 10 bis zu 15 Euro zu viel? Wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Daher danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.